Aus dem Entführungsfall Annelie Marie ist ein Mordfall geworden. Heute also ist es traurige Gewissheit. Das Mädchen lebt nicht mehr. Es wurde getötet und damit willkommen zur Sendung heute, liebe Zuschauer. Heute, am Tag 5 nach dem Verschwinden von Annelie Marie aus Sachsen, ist es traurige Gewissheit. Die 17-Jährige ist tot. Sie wurde ermordet und anschließend vergraben. Den leblosen Körper fand die Polizei gestern Abend auf einem Hof in Lampersdorf bei Meißen. Alle Hoffnungen und Gebete haben sich nicht erfüllt. Das sagte der Polizeipräsident in Dresden heute bei einer Pressekonferenz. Der ganze Ort ist in Trauer und steht unter Schock. Ist ein Leben auf dem Mars so in 10 bis 15 Jahren eigentlich denkbar? Dass das zumindest nicht ganz ausgeschlossen ist, will diese Dame hier, Christiane Heinicke, beweisen. Denn für ein ganzes Jahr schottet sie sich komplett von der Außenwelt ab und zieht in eine Mars-Trainingsstation auf Hawaii. Ja, hier wird sie dann leben mit einer Gruppe von Wissenschaftlern wie auf dem Mars. Das heißt dann ganz konkret keine Sonne, kein Wind, kein Baden. Und Klavierspielen ist dann auch tabu. 365 Tage. Von heute auf morgen, Papa, ja, das gibt es. Und Carlos Benede hier kann ein Lied davon singen. Es geht jetzt um Dinge, liebe Zuschauer, die nicht selbstverständlich sind und die genau hier reingehen. Der 51-Jährige war jahrelang bei der Polizei München und kümmerte sich um die Opfer von Familientragödien. Oft waren es Kinder wie Alex. Und der damals noch kleine Alex hat so sehr das Herz von Carlos erwärmt, dass er den Jungen irgendwann ganz zu sich nahm. Und es folgte dann bald auch noch ein anderes Kind. Ein Held auf jeden Fall für seine Söhne und für uns übrigens auch. Und mehr zu den Helden des Alltags, da gibt es nämlich auch eine Abstimmung. Erfahren Sie unter brisant.de. Klicken Sie doch einfach mal rein. Und jetzt werden wir prominent. Wenn Sie diese Melodie hören und dann die folgenden Bilder sehen, liebe Zuschauer, dann wissen Sie eigentlich sofort Bescheid, würde ich mal sagen. Genau, es kann sich nur um die Lindenstraße handeln. Natürlich, seit 1985 gibt es die erste deutsche Seifenoper. Viele sind mit ihr aufgewachsen und natürlich auch mit den Schauspielern, wie mit ihm hier, Hermes Hodulides, ein Mann der ersten Stunde. Als Grieche ist er natürlich, so oft er Zeit hat, auch in seiner Heimat. Und wir von Brisant, wir durften ihn mal begleiten. Und man bekommt wieder langsam Urlaubsstimmung. Es gibt so Songs, da wird man automatisch zurückversetzt so in die 80er oder 90er. Und man denkt vielleicht an einen Urlaub, an die erste Liebe und vor allem auch an die ersten Disco-Besucher. Vielleicht haben Sie nach diesem Song ja auch verschmust, getanzt, wer weiß. Erasure mit Always, natürlich ein Lied, was man nicht so schnell aus dem Kopf bekommt. Heute vor 30 Jahren war es im Spätsommer 1985, da veröffentlichten die Jungs ihre allererste Single. Ja, und immer noch tourt Erasure durch die Welt. Wir schauen mit der Band und dem Formel-1-Moderator der ersten Stunde mal zurück auf 30 Jahre Synthie-Pop. Wie die Mutter, so die Tochter oder der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Diese Sprüche passen haargenau auf Meryl Streep und Mamie Gamma. Die beiden hier, schauen Sie mal, sind unverkennbar Mutter und Tochter. Und sie haben auch eine weitere Gemeinsamkeit, die Schauspielerei, liegt ja auch irgendwie nahe. Die Hollywood-Ikone ist unglaublich stolz auf ihre Tochter. Sie ist mutig, furchtlos und lustig. Sie ist ein freies Talent, sagt sie. Ja, und beurteilen kann sie das auch ganz gut, weil die 66-Jährige jetzt zusammen mit ihr vor der Kamera stand. Der Kanadier Ryan Reynolds war der Frauenschwarm in Hollywood und ist es wahrscheinlich immer noch bei diesem Körper. Auch kein Wunder, Scarlett Johansson heiratete ihn, Hollywood feierte ihn. Dann wurde es ein bisschen ruhiger, viele seiner Filme floppten, die Ehe ging in die Brüche, aber dann kam alles ganz, ganz anders. Mittlerweile ist der 38-Jährige wieder glücklich verheiratet und stolzer Papa einer Tochter. Und wer weiß, vielleicht denkt er auch ab und zu über das Thema ewiges Leben nach. Darum geht es zumindest in seinem aktuellen Film Selfless, der ab dieser Woche in unseren Kinos startet. Ja, und wir sind dann schon ab morgen für Sie da. Bei Kai Pflaume ist heute übrigens ein sehr starkes Team zu Gast. Matthias Steiner und Lars Riedel liefern sich da ein Duell heute. Und wir sehen uns morgen wieder, Punkt 17.15 Uhr. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie einschalten. Wunderschönen Abend, machen Sie es gut, auf Wiedersehen.